Im Tivoli, wo demnächst die Heimspiele stattfinden. Mein Name ist Dirk und ich freue mich, dass wir auch heute wieder drei wirklich wichtige Gesprächspartner hier begrüßen dürfen und an der Spitze ein Mann, dessen Name immer wieder im Rampenlicht steht, ob er will oder nicht. Ich begrüße den Aufsichtsratsvorsitzenden der Alemannia, Marcel Momatz. Hallo, liebe Alemannia-Fans. Lieber Marcel, weißt du noch, was am 2.10.2021 gewesen ist? Da war unsere Wahl zum Aufsichtsrat oder Präsidium, genau mit unserem Team. Und was ist seit diesem Zeitpunkt, fast anderthalb Jahre oder noch etwas länger inzwischen, wie kannst du da jetzt deinen ersten Eindruck zusammenfassen? Ich glaube, es war ganz häufig viel mehr Stress, als wir haben wollten. Wir sind ja in eine ganz, ganz schwierige Situation reingerutscht, sage ich einfach mal. Haben dann ganz tolle Momente erlebt, wo man merkte, die Menschen in Aachen, die Alemannen, die Stadt hält zusammen, dass wir den Nichtabstieg geschafft haben in einem Kraftakt mit, ja, wirklich kurz vor knapp. Und dann letzte Saison eine schöne, ruhige Saison gespielt, wo man zwischendurch vielleicht so ein bisschen dran gerochen hat und gesagt hat, oh, so könnte Erfolg aussehen. Und ja, jetzt ist die Planung für die nächste Saison so abgelaufen, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur dran riechen, sondern wir wollen das wirklich auch tun. Ne? Da du ja heute der Studium bist, wollen wir ein bisschen näher mal auf die Aktivitäten deiner Person hier bei der Alemannia. Du machst das ja ehrenamtlich, was man bitte auch nochmal betonen sollte hier in diesem Zusammenhang. Du kriegst also kein Geld dafür, dass du andere Leute viel Freude bereitest, also den meisten auf jeden Fall. Ich Hast du versuch's. dir das so vorgestellt damals, als du die Wahl angetreten bist? Ich muss ganz ehrlich sagen, nein, es ist viel, viel mehr Aufwand, als man sich vorgestellt hat. Ich habe da sehr lange mit meiner Frau drüber sprechen müssen, mit der Familie drüber sprechen müssen, weil man einfach gesagt hat, ich hatte vor, zu dem Zeitpunkt schon meine Firmen zu verkaufen und dann erstmal mich um Frau und kleine Kinder zu kümmern. Ich gestehe, das hat nicht so funktioniert und da ist die Alemannia zwischengegrätscht, aber ich glaube, man weiß, wofür man das tut und es lohnt sich und man kann hier etwas mitgestalten und mitschaffen und da muss man auch Dankeschön an die Familie sagen, die das einfach mal so mitgetragen haben. Ja, das ist schon so. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch bei der Prinzengarde muss man viel Freizeit rein investieren, da muss die Familie mitspielen. Ich lasse mich nochmal nachhaken. War dir denn bewusst, welchen Job du als Aufsichtsratsvorsitzenden antrittst, oder war dir das am Anfang noch gar nicht so bewusst, dass du ja in das operative Geschäft quasi, fangen wir mal direkt an, damals mit Martin Baader und Patrick Helmes, als dir Erfolg sich nicht so eingestellt hat, hast du ja, so kam es zumindest rüber, eingegriffen? Ja, wir haben als Team eingegriffen. Also das wussten wir vorher natürlich nicht. Und es sind verschiedene Sachen gewesen, die uns nicht gefallen haben an verschiedenen Stellen. Und da waren unserer Meinung nach harte Entscheidungen auch notwendig zu dem Zeitpunkt. Und das ist auch gegen keine Personen gerichtet oder so etwas. Das ist einfach, es hat zu dem Zeitpunkt, haben Sachen nicht gepasst, die wir anpassen wollten, die wir anders haben wollten. Und ja, das war dann die erste ganz stressige Zeit. Da wir dich ja zu Gast haben, möchten wir natürlich ein bisschen mehr von dir und deinen Aufgaben erfahren. Ist ja ganz logisch. Ich darf bei der Gelegenheit nochmal erwähnen, dass wir es begrüßen, wenn Fragen auch wie in den ersten beiden Live-Talks an die jeweiligen Gäste gestellt werden. Auch das ist möglich. Liebe Megan ist schon kräftig daran, die Fragen, weil wir sind beide kurzsichtig. Wir können das Ganze nicht so ganz gut Ich wollte gerade sehen, sagen, dass ich kann das jetzt zählen. vergrößert wird für uns, die Fragen. Deswegen, Megan, vielen Dank, dass du das auch an diesem Dienstag wieder tust. Ah, jetzt wird es auch groß. Und fangen wir mal direkt mit der ersten. Wir Die machen das nächste Stufe quer. ist Blindenhund. Blindenmut, ja, der hilft uns aber nicht. Hier gibt es schon die erste Frage. Für die letzte Saison gibt es ja jetzt eine Doku demnächst. Kannst du da mehr zu erzählen? Ja, die Mannschaft, der Staff, das Umfeld wurde die letzten Monate von einem Kamerateam begleitet. Und ja, da wird jetzt am 23.07. Der Film ist fertig. Wir durften ihn schon sehen. Wir waren so begeistert davon, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne, dass das in einem vernünftigen, schönen, großen Rahmen gezeigt wird. Und da haben wir mit Cineplex gesprochen und die haben direkt gesagt, ja, wir machen das für euch. Wir machen das als große Veranstaltung und genau, das wird jetzt am 23.07. stattfinden. Ganz toller Einblick hinter die Kulissen,
wer arbeitet hier noch alles, was wird gemacht, was wird getan, wie sind Abläufe, einfach ein paar Emotionen, die auch ganz toll sind und zu Alemannia passen. Ich glaube, dieser Werbefilm, in Anführungszeichen, der eine gesamte Saison ja wiedergespiegelt, wurde von Open Secure, das darf man ja auch sagen, denn der hat den hauptsächlich finanziert. Von Montessa hat das umgesetzt ganz genau. in Ton und Bild. Und die soll natürlich nochmal, wann war der genaue Termin? 23.07. Also vor der neuen Saison. Und ich glaube, das gibt ja auch nochmal Motivation, wenn man das sieht, was bisher hier am Tivoli möglich war. Denke ich, gibt es auch nochmal da einen Anreiz. Sicherlich die berühmte und die immer gewünschte Erwerb der Dauerkarte. Auch du, lieber Marcel, kämpfst ja um jede einzelne. Das ist ja bemerkenswert. Du hast jetzt in deinem letzten Statement 5.000 gesagt. Eigentlich wolltest du doch mehr. Ich glaube, wir werden mit über 5.000 Karten zu Saisonbeginn starten. Ja, wir haben heute alleine fast 200 Karten verkauft, sind jetzt irgendwo bei fast 3.400 Karten, wo ich einfach sagen muss, diese Euphorie ist ja spürbar. Mit jeder Nachricht und allem kam etwas dazu. Wir haben noch nicht mal Saisoneröffnung gefeiert. Ich glaube, die nächsten Testspiele, die werden auch entscheidend sein, dass die Leute sehen, dass wir eine Top 11 auf dem Platz haben und auch darüber hinaus. Ne? Eine Top 22 ist es ja, so möchte ich das nennen. Und ich glaube, da noch die eine oder andere Karte wird noch funktionieren und hilft uns natürlich super weiter. Und was gibt es Schöneres, als nachher mit vielen Menschen am Tivoli zu sein? Hier wird gefragt, bei dem erwarteten Andrang gibt es für die neue Saison im Einlass- und im Catering-Bereich ein anderer Einlasssituation, beziehungsweise gibt es nicht mehr eine so lange Wartezeit dann? Ist das von euch geplant? Ja, also es gibt verschiedene Sachen. Natürlich mit einem großen Andrang, da kann ich das nicht machen wie mit 3.000 Zuschauern, die irgendwann mal gekommen sind. Ja, das heißt, auch ich als Fan muss natürlich irgendwo früher kommen. Auch das ist wieder so ein bisschen altes Tivoli-Feeling. Man kommt früh, 2 Stunden vorher zum Spiel, man guckt, dass man da ist, man hat am Vorplatz die Gelegenheit, vielleicht etwas zu trinken. Aber ja, wir wollen das selbstverständlich verbessern. Ja, und zum Catering, da gibt es auch ganz viele verschiedene Ideen. Geht los bei einzelnen Bierlinien, ne? Weil wo ich Essen, Fanta, Bier durcheinander bestelle, da dauert es einfach viel zu lange. Ne? Das heißt, es muss Bierlinien geben, wo die Leute einfach holen können. Das muss schnell gehen, der Hahn muss durchlaufen. Das klingt so hart, aber das ist so ist das bei so einer Veranstaltung. Und ich denke, da werden wir nächstes Jahr gut aufgestellt sein. Ich springe nochmal zu dem Film, weil die nächste Frage ist für die auswärtigen Fans, wird die Doku irgendwann auf YouTube zu sehen sein oder wie habt ihr das vor, wenn der Kinofilm gelaufen ist, wie du ja eben gesagt hast, glaube ich, ab 21.30 Uhr läuft der hier im benachbarten Dressurstadion des Aachen-Lauchsberger Rennvereins. Genau, das ist eine Open-Air-Veranstaltung, die dort läuft. Nur die erste, ne, die Premiere, die ist da, weil es etwas ganz Besonderes ist, weil es nochmal mit vielen Menschen eine spezielle Stimmung, eine spezielle Alemannia-Stimmung auch geben soll. Und danach wird das natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf YouTube geteilt, ja. Werbung für den 15.07. müssen wir eigentlich nicht so richtig machen, denn wir haben ein tolles Turnier, das Gebrüder Kutsch seinen Namen hergegeben hat. Wobei hergegeben hat, in Anführungszeichen, er sponsert den Pokal, so gehe ich mal davon aus. Und es kommt Roda Kerkrade und Lommel SK mit jetzt dem Kas Peters. Rechnest du vermehrt mit holländischen Fans und mit belgischen Fans beispielsweise? Jetzt nicht nur bei der Saisoneröffnung, sondern überhaupt auch bei den Heimspielen? Ja, also erstmal die Saisoneröffnung ist natürlich etwas, hat Andy Görtges sich wahnsinnig für ins Zeug gelegt und da ganz, ganz viel getan, dass wir da einen Riesenprogramm auf die Beine gestellt haben. Ganz viele Buden werden da sein. Es wird ganz viel Programmpunkte geben. Es wird ein tolles Turnier geben. Ich glaube, dass wir grundsätzlich schon sehr viele Fans aus Holland haben. Ja, genauso wie viele Alemannia-Fans in Richtung Roda gehen, was ja eine ganz tolle Fanfreundschaft ist, wo man einfach sagt, das sollte es viel mehr im Fußball geben, wo man einfach sich gegenseitig unterstützt. Und ich glaube, dass so ein Transfer wie KSP das auch beitragen kann, dass man vielleicht noch ein paar mehr reinbekommt, ja. Das Ziel, was wir ja jetzt hier ausgegeben, da schließe ich mich mit ein, ist ja im Grunde genommen, dass wir alles dafür tun, dass wir möglichst an erster Stelle im Mai 2024 stehen. Sollte der Fall nicht sein, würde das dein Engagement, deine Begeisterung irgendwie schmälern oder würdest du dann sagen, nee, auf jeden Fall noch ein zweites Mal oder gegebenenfalls ein drittes Mal? Ehrlich, Hand aufs Herz.
Nein, ich würde das schon so immer wieder tun, ja. Ja. Und du wirst auch alle Kritiker, die ja dann irgendwie um die Ecke kommen, das ist ja leider so, wenn man Erfolg hat, sind sie alle da. Wenn es aber nicht so läuft, sind die manchen springen dann ab. Aber da bist du, und das merkt man ja in den sozialen Netzwerken, dass du auch immer wieder, ja, wie soll ich da, dagegen hältst, Klarheiten stellst. Ich glaube, das zeichnet dich aus. Was bewirkt das nach deiner Meinung, diese Transparenz, die du an den Tag legst? Also ich finde erstmal wichtig, dass jeder seine eigene Meinung hat, ja, und seine eigene Meinung sagt. Und da will ich mich zuzählen. Ich habe eine sehr starke Meinung, die muss ich auch haben, ja, die vertrete ich auch gerne. Und da lasse ich mir auch von keinem, weder einem Journalisten oder Politiker oder sonst wem jemand verbieten, diese zu sagen. Ne, das ist mir ganz wichtig. Ne? Das ist etwas, ich habe gesagt, ich mach den Job und den mache ich ganz oder gar nicht. Und dazu gehört für mich, dass ich für Alemannia kämpfe, wo es nur geht. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man eine starke Meinung hat, die man auch vertritt. Offen gestanden, ich lese natürlich viele Meinungen. Die meisten, ja, ich sage, eine riesengroße Mehrheit ist sehr positiv uns gegenüber. Ich sehe natürlich auf der anderen Seite die eine oder andere Kritik, wobei ich glaube, da kann man schon fast gar nicht mehr darauf reagieren. Ne? Also ich sage mal, wenn man sieht, dass man jetzt kritisiert, dass wir hohe Ziele haben, ja, dass man kritisiert, dass wir offen sagen, dass wir was erreichen möchten. Ich glaube, das ist so ein ja, uraltes deutsches Problem. Ne? So sag bloß nicht, dass du gewinnen möchtest, sag bloß nicht, dass du nach vorne kommen möchtest, sag bloß nicht, dass du was erreichen willst, ne? Sondern versuche immer schön klein. Wir sind alles Gewinner. Ne? Das geht schon bei unseren Kindern los, die wir Teilnehmerurkunden überreichen, anstatt dass wir wollen, dass die gewinnen. Und das ist etwas, was, glaube ich, gesellschaftlich schon mal ein bisschen komisch ist beim einen oder anderen. Ich musste schmunzeln, als mir jetzt letztlich nicht nur einer, sondern auch mehrere gesagt haben, dass du so eine Art Uli Hoeneß von Aachen bist. Wenn es nicht so gut läuft, ziehst du dann die Blicke und die, ja, wie soll ich sagen, die Attraktivität deines Auftretens an dich oder deine Aussagen mit deinen Aussagen und hast so ein bisschen die Mannschaft dann im Grunde genommen außen vor gelassen. Ist das so bewusst von dir gemacht oder ist das mehr Unterbewusstsein, dass du, ja, ich will nicht sagen, gerne die Prügel dann einsteckst, wenn das nicht so läuft? Wie ist da deine Intention letztendlich? Oder ist es einfach nur vom Herzen? Vom Herzen kommt das, ja, aber ich glaube, wer sehr forsch auftritt und eine sehr starke Meinung hat, der muss auch einstecken, wenn es nicht so gut funktioniert. Ne? Und da glaube ich, da muss ich dann auch, kann man sich vor Jungs stellen, die auf dem Platz dann alles geben oder vor eine Entscheidung vom Geschäftsführer stellen. Und ich glaube, das muss man dann auch abkönnen. Ne? Man kann nicht nur immer die Rosinen picken. Gibt es denn einen Status schon, A, wann der Spielplan rauskommt und B, ob die Alemannia am 28.07. das Eröffnungsspiel haben? Wir sind ja jetzt eine Woche weiter seit dem Trainingslager. Gibt es da irgendwann schon ein Zeichen vom Westdeutschen Fußballverband, wann es denn so endlich ist? Erste und zweite Liga haben ja ihre Spielpläne raus, dritte noch nicht. Und jeder, weil ja auch Sommerferien sind, versucht nach dem Spielplan jetzt schon den Urlaub hier in Aachen zu gestalten. Das ist ja schon einmalig. Also ich sage mal sehr deutlich, ich könnte es nicht verstehen, wenn wir hier nicht das Eröffnungsspiel bekommen würden, weil ich glaube, es gibt niemanden in der kompletten Liga, der nur annähernd diese Werbebotschaft für den Verband überbringen kann, wie die Alemannia. Ne, die Euphorie mit dem vollen Stadion, mit den Fans, glaube ich einfach, dass wir es verdient haben und dass wir da, für uns wäre es schön, wenn wir ein Freitagabendspiel hätten. Das wäre doch der Traum vor idealerweise 18.000, 19.000 Zuschauern, das wäre doch ein Träumchen. So, hinter uns ist ja ein voller Tivoli zu sehen. Ich glaube, das letzte Mal, als er richtig voll war, war gegen Rot-Weiß Essen, als wir den neuen Rekord aufgestellt haben, glaube ich, mit 30.313 Zuschauern hier, wenn ich mich richtig entsinne. Ich glaube, das ist so ein Träumchen, dass man das irgendwann doch nochmal jetzt in der neuen, so einmal ausverkauft zumindestens. Ich bin davon überzeugt, wenn wir von Beginn an oben mitspielen, von Beginn an Leistung bringen, von Beginn an diese Begeisterung, die in der Mannschaft steckt, auf den Platz übertragen. Das ist immer das Schöne. Auf dem Papier haben wir eine tolle Mannschaft. Wir müssen es nur auf den Rasen übertragen. Ja, das wäre toll. Und wenn wir das Ganze hinbekommen, glaube ich einfach dran und wir lange Zeit ganz oben spielen, dann glaube ich dran, dass wir auch den Tivoli einmal ausverkauft sehen werden. Bei welchem Spiel würdest du realistisch einschätzen, können sogar 20.000 sein? Muss es gleich der Knaller gegen Wuppertal sein? Oder? Eigentlich ist es ja egal, gegen wen wir spielen. Als erstes
wir müssen jeden schlagen, wir wollen jeden schlagen und wir haben das Zeug dazu, jeden zu schlagen. Und wenn wir als Wuppertal als Erste schlagen müssen, dann tun wir das. Okay. Ja, aber, ja, die bringen ja auch ein paar Fans mit, deswegen wäre das ja jetzt, aus diesem Grund also, Wuppertal vielleicht. Was ich nicht schön fände, ist, da bin ich auch ein Verfechter davon, für mich ist das immer schrecklich, gegen diese Zweitvertretungen zu spielen. Okay. Ja, weil einfach, da kommen 10 Elternpaare mit und 3 Betreuer und die stehen da im Block, das ist immer so ein trauriges Bild. Ne? Und das ist etwas, das passt mir nicht und das finde ich immer schade für so ein Fußballfest oder für Fußballereignis. Ne? Das ist einfach das. Bist du denn Verfechter bei dem Thema, dass zweite Mannschaften überhaupt in der dritten, vierten Liga spielen sollten von den Profimannschaften? Nee, die sollen ihre eigene Liga bekommen, wie es in anderen Ländern erfolgreich praktiziert wird. Dann braucht man auch nicht drüber nachzudenken, ob irgendwo in der Regionalliga noch Relegationsspiele stattfinden. Ja, das finde ich das Allerletzte, wenn jemand die ganze Saison auf Platz 1 steht, ja, und Meister geworden ist und dann in der Relegation scheitert. Also das ist etwas, das finde ich... Jetzt so wie Energie Cottbus jetzt in diesem Jahr. Genau, das finde ich vollkommen unverdient und finde das etwas, finde ich nicht gut für den Fußball. Es gab ja jetzt eine Umfrage beim Kicker, wo das gefragt wurde, ob man zweite Mannschaften in der dritten und vierten Liga, da war es sogar eher auf dritte Liga gemünzt, ob das beibehalten werden soll. Da war ganz knapp 51-49 ja. Gibt es Intentionen, das zu ändern seitens der anderen Regionalligisten oder der Drittligisten, dass das beim Deutschen Fußballbund mal geändert wird oder ist still ruht der See da? Ich glaube, was grundsätzlich sind sich da viele Vereine einig, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist. Ne? Und grundsätzlich glaube ich, ist es so, dass wenn dieses Gefühl des Betruges nicht irgendwo dazu käme, ne? Dass wenn man unten steht, ach, dann nehme ich da einige Leute aus meiner ersten Mannschaft rein, die ganze Zeit Bundesliga spielen. Das sind so die Punkte. Ich glaube, da wurde jetzt auch ein Ansatz gefunden, dass man das ein bisschen verändert hat. Ne? Diese Regelung, dass in den letzten Wochen oder Monaten keine Spieler mehr eingesetzt werden dürfen. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich, da können wir hoch und runter diskutieren. Wir haben diese Mannschaften jetzt bei uns drin. Wenn zu wenig Fans von denen mitkommen, versuchen wir ein paar mehr ins Stadion zu schaffen von uns. Und auch die müssen geschlagen werden. Abschließend ist, glaube ich, auch so geregelt, dass wenn jetzt zum Beispiel Schalke die erste spielt, auch die zweite auch am selben Tag spielt. Das war zumindest jetzt, glaube ich, im letzten Jahr so, dass man da eine Wettbewerbsverzerrung ausschließen konnte. Ich glaube, das war schon mal ein ganz guter Ansatz. Genau, das ist so. Du hast heute gestern einen interessanten Post nochmal auf Facebook abgesetzt, wie ihr denn eigentlich zu dem Kader gekommen seid. Da hast du berichtet, dass ihr so wie bei Bayern München eine so Art Taskforce zusammengestellt habt und habt da Spieler letztendlich durchgesprochen. Welche Spieler können da Alemannia helfen? Kannst du vielleicht da doch nochmal was zu sagen? Denn von dem Co-Sponsor war ja auch zwei dabei, die ja natürlich warum dabei waren? Weil sie Verletzungen besonders gut einschätzen können von Spielern oder warum waren? Wir haben ja dieses Jahr zum ersten Mal zwei Hauptsponsoren. Okay. Es gibt keinen Co-Hauptsponsor mehr. Okay. Das ist, das hast du jetzt richtig gestellt. Wunderbar. Das ist das eine. Das zweite ist, Taskforce bringt einen natürlich immer zum Zucken. Das kennt man aus der Politik. Überall, wo es nicht läuft, braucht man eine Taskforce und funktioniert dahinter. Ich wollte bewusst den Arbeitskreis nicht sagen. Genau, wir haben einen Stuhlkreis gemacht. Nein, wir haben versucht einfach etwas anders zu machen. Wir haben viel früher die Planung begonnen, haben anschließend gesagt, okay, wer kann uns denn weiterhelfen in dem Bereich? Und haben dann einfach neben dem Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller, ja, den Trainer, ne, sein Co-Trainer, die dabei saßen, Jörg Laufenberg, der ja ein wandelndes Telefonbuch und Scouting-Tool ist, das ist ja Wahnsinn, was der alles weiß, haben wir einfach gesagt, wir brauchen Expertise im Bereich Fitnesszustand, im Bereich Statistik und sonst was. Und da haben uns unglaublich die Jungs vom Therapiezentrum, Jan und Nico, weitergeholfen. Und da gab es regelmäßige Treffen, die dann schon mal ausgeartet sind, ja, sowohl in Lautstärke als auch in Dauer. Und ja, ich muss sagen, wir haben da total konstruktiv, wir haben gestritten, wir haben geflucht, wir haben hin und her geschoben. Und am Ende ist jetzt rausgekommen, was jetzt bei rausgekommen ist. Ne? Und das ist das, ja, wo wir jetzt gerade letztendlich stehen. Ich musste gerade lachen, nur für die vielen, vielen Zuhörer oder die jetzt gerade eingeschaltet haben. Sascha Eller kam gerade rein und tat so, als ob er hier auf den Stuhl wollte, wie in den ersten beiden Sendungen. Deswegen mussten wir mecken und alle gerade mal jetzt lachen. Aber das gehört einfach dazu, weil wir live sind. Und du hast jetzt berichtet, auch geschrieben, drei Spieler habt ihr nicht. Ich will ja ganz klar nicht auf die Namen eingehen. Aber im Grunde genommen haben wir ja, was das Tore-Schießen angeht, der vergangenen Saison,
wie schreibt die Aachener Zeitung so schön, 76 Treffer verpflichtet gegenüber 50 eigenen geschossen. Da kann ja gar nichts schiefgehen, ne, bei den Kandidaten. Also ich bin davon überzeugt, dass wir uns nur selbst schlagen können. Ne, wenn wir die PS auf den Platz bringen, die wir da im Kader haben, bin ich davon überzeugt, dass wir ganz oben stehen werden. Und das hat auch nichts mit Druckaufbau zu tun, sondern das weiß jeder von den Jungs. Das ist in jedem Gespräch ganz klar kommuniziert worden mit den Jungs. Und die sind heiß drauf. Und man kann sich immer selbst klein machen und sagen, oh, da gucken wir mal, ne, und nehmen so viel Druck weg. Oder wir versuchen, dieses Siegergehen auszustrahlen. Du hast gerade mal Bayern München gesagt, wo ich sage, ja, genau so möchten wir. Die Selbstverständlichkeit. Genau, wir möchten das da reinbekommen und ich glaube, das ist das, was wir gerade versuchen. Wie sieht es denn jetzt aus, beispielsweise mit Sascha Marquet? Da habe ich jetzt, ich lese ja auch Zeitung, der hat ja Achillessehnenprobleme, auch aus der Zeit bei Fortuna Köln. Dem sollen jetzt die Weisheitszähne gezogen werden. Ist das wirklich ein kausaler Zusammenhang? Mir erscheint das ein bisschen komisch. Oder weißt du genaueres? Also es muss wohl einen ganz seltsamen Test dazu geben, den Sascha auch mitgemacht hat. Ja, irgendwas mit Fuß bewegen und auf seinen Zahn drücken und ja, hin und her. Und es ist dabei rausgekommen, dass es scheinbar am Weisheitszahn liegt. Aber auch das ist etwas. Wir haben eine wahnsinnsmedizinische Abteilung im Hintergrund laufen. Wir haben Leute, die einfach da drauf gucken. Ich denke, wer Sascha Marquet kennt, weiß, dass er auch ganz schön kribbelig ist, irgendwann wieder auf den Platz zu kommen. Jetzt wollen wir erstmal schauen, Weisheitszähne raus, gucken, ob die Entzündung abklimmt und dann schauen, dass er dazu stößt. Hier kommt nochmal eine Frage. Gibt es ein unterschiedliches Auswärtstrikot zum normalen Heimtrikot? Ich glaube, haben wir letztes Mal auch schon mal drüber gesprochen. Ich denke, das muss so sein, denn es muss ja immer ein Ausweichtrikot da sein, falls die Farben der Vereine irgendwo für den Schiedsrichter nicht zu unterscheiden sind. Ich glaube, es stand irgendwas von einem neuen Auswärtstrikot. Ne? Okay, also ein neues Auswärtstrikot gibt es. Ja. Wir haben da auch wieder eine Besonderheit. Das Gleiche, was wir hier mit Werner Fuchs auf der Seite hatten, haben wir diesmal auch wieder mit einer, sehr zu Aachen und zu Alemannia passenden Sache gemacht. Und da können wir alle drauf gespannt sein. Ich glaube, es ist ganz gut geworden. Inwieweit, und ich denke, wir kommen jetzt, wir haben so schnell wieder über 20 Minuten geredet. Und inwieweit glaubst du, dass alle Spieler wirklich genau wissen, dass sie jedes Mal aufs Neue im Fokus stehen, auch mal nicht spielen können? Sind die alle bereit, nach deiner Auffassung, dass die alles dafür tun, dass der Verein aussteigt? Oder hast du da vielleicht doch eine Befürchtung, dass der eine oder andere seinen Egoismus, den es ja durchaus beim Fußball gibt, dass der durchbricht? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir von Anfang an jedem dieser Jungs gesagt haben. In der Begrüßung hier am Tivoli, die wir eine sehr besondere Art und Weise gemacht haben, wo wir jetzt nicht 0815 die Jungs zum Training haben kommen lassen, raus auf den Platz und los geht's, sondern haben wir einfach wirklich die Jungs versucht, nahe zusammenzubringen mit verschiedenen, Aktionen, wo wir auch eine Begrüßungsrede natürlich gehalten haben. Und da haben wir den Jungs das sehr deutlich gemacht, dass wir eigentlich nicht nur 11, sondern 22 Topspieler haben, wo Leute auf der Bank oder auch auf der Tribüne landen können, die in jeder anderen Regionalligamannschaft, zum Stammspieler werden. Und das müssen wir immer und immer und immer wieder mit den Jungs besprechen. Und das müssen wir immer und immer wieder mit diesen Jungs, das müssen wir vor Augen halten. Und das schaffen die Leute gerade auch sehr gut. Ja. Wobei im Moment geht es ja auch noch nicht um die Wurst, aber letztendlich, ich glaube, die Einstellung ist sehr wichtig. Wir können uns nur selber schlagen, wie du das gerade gesagt hast. Letzte Frage, bevor wir dann zu Mika kommen. Warst du in den Transfer zum Beispiel da involviert? Oder klar, ihr habt ja die sogenannte Taskforce gehabt, aber bis das klappt, bist du dann auch immer auf dem Laufenden gewesen? Oder, Also wenn ich Zeit hatte und dann habe ich an Terminen auch teilgenommen, um einfach mir anzuhören, eine zweite Meinung zu haben. Wie sind diese Jungs? Was machen diese Jungs? Was zeichnet diese Jungs aus? Bei Mika fand ich das besonders spannend. Das war meine Lieblingsszene bei den Gesprächen. Mika steht schon im Hintergrund, deswegen muss ich... muss ja gleich den Stuhl hier einnehmen. Mika ist ja ein ehemaliger Schalker-Junge und als wir Borussia Dortmund erwähnt hatten, in einem Satz fiel ihm gerade das Wasserglas um. Und das waren so Situationen, wo man auch viel gelacht hat in Gesprächen und auch
ich glaube, sehr zielführend und sehr gut mit den Jungs umgegangen ist. Ja, dann wollen wir mal, lieber Marcel, vielen Dank. Du hast so eine Aufsichtsratssitzung, habe ich heute gehört. Und ich muss mich ja noch bei Didi Lübbers entschuldigen. Ich habe ihn ja letzte Woche im Grunde abgesetzt intern, weil ich mich versprochen habe und habe dich zum Verwaltungsratsvorsitzenden. Liebe Didi Lübbers, ich entschuldige mich auch nochmal in aller Form dafür. Natürlich bist du neu im Amt und der Marcel ist der Aufsichtsratsvorsitzende. Und wir tauschen jetzt und freuen uns, dass wir jetzt Mika Timothy Hamraths begrüßen dürfen. Lieber Marcel, vielen Dank und ich hoffe, dass all deine Ideen umgesetzt werden. Wir tauschen jetzt die Mikros, so wie wir das die ganze Zeit schon in den ersten beiden Live-Talks gemacht haben. Und der liebe Marcel hat es ja angekündigt. Mika kommt von Schalke 04, hat den Umweg dann über den ersten FC Bocholt letzte Saison gemacht, hat auch gegen Alemannia Aachen logischerweise gespielt. Und da muss er ja unserem Taskforce-Team schon aufgefallen sein, denn die Bemühungen liefen ja, ihn möglichst zügig zu verpflichten. Und wenn ich mich richtig entsinne, war er auch einer der Ersten, die letztendlich auch verpflichtet wurde. Komm rein. Hallo? Hallo. Dirk, schön, dass Hi. Du da bist. Ja, Marcel hat ja angefangen. Deine Wurzeln liegen bei Schalke 04, auch einem sehr emotionalen Verein, wie es bei Alemannia vielleicht etwas kleiner, aber nicht weniger emotional zugeht. Wie ist dein erster Eindruck hier jetzt bei Alemannia Aachen zu sein, einem Regionalisten, der ja von der Zuschauerzahl, wenn du schon in die zweite Liga ja gehört? Ja, also ich fühle mich total wohl hier. Ist ein Riesenclub, viel Tradition. Die Fanbase ist richtig groß, meiner Meinung nach auch zu groß für die Regionalliga. Und dieses Jahr werden wir alles dafür tun, um aus dieser Liga rauszukommen, weil hier gehören wir nicht hin. Du warst ja mit Bocholt hier letzte Saison, da waren ja knapp 10.000 Zuschauer da. Bei euch waren ja in Bocholt jetzt mit dem Schnitt, wenn ich richtig recherchiert habe, 1.281 irgendwie im Schnitt. Das ist schon ein Riesenunterschied, wenn beim Training hier schon 600, 700 kommen. Allendorf waren es über 1.000. Ist das schon, was man dann, wenn man gerade neu kommt, besonders aufnimmt, euphorisch einen stimmen lässt? Ja, total. Also ich genieße das hier. Auch die Aufmerksamkeit der Fans und macht einfach Spaß, unter so vielen Fans zu spielen und zu trainieren. Hast du denn schon Aachen dir deine neue Heimatstadt angeguckt? Kanntest du Aachen vorher? Ja, ich kannte Aachen vorher, war aber nicht so oft hier. Wir haben uns jetzt mal die Innenstadt angeguckt, wurden rumgeführt auch von Nils Winter und Co. Und schön. Also wirklich, sehr schöne Stadt und die hat auf jeden Fall viel zu bieten. Ja, wir sind ja Dreiländereck zu Holland und Belgien. Es gibt eine sehr schöne Pontstraße, die du irgendwann hoffentlich im Mai 24 ganz sicher kennenlernst, weil da war die letzte Aufstiegsfeier, als wir damals noch 2006 aufgestiegen sind in die Bundesliga. Ich glaube, der Traum jedes Fans ist nicht nur da zu feiern, sondern wirklich mit der Mannschaft aus zu sein. Siehst du da, ich sag mal, die ersten zwei Wochen jetzt, die jetzt rum sind, das Potenzial jetzt? Weil namentlich ist das ja das Who is Who in der Regionalliga zumindest. Ja, das Potenzial sehe ich auf jeden Fall in der Mannschaft, in der Qualität sowieso. Ich denke mal auch, dass wir auch schon ein gutes Teamgefüge haben in der kurzen Zeit. Und das wird sich halt noch mehr finden jetzt im Laufe der Zeit, im Laufe der Vorbereitung. Wir hatten ja mit den anderen Spielern gespielt. Deine Rücknummer steht auch fest. Genau. Welche ist das, wenn ich das? Die 15. Die 15. Letztes Mal im Trainingslager habe ich Anton Heinz gefragt, verbindet das etwas? Dann sagt er, nö. Hast du da eine Verbindung? Warum die 15? Ich bin da schon ein bisschen abergläubisch. Mhm. Ich hatte in Bocholt hatte ich auch die 15. Bisschen unfreiwillig, aber ich habe es da einfach genommen und ich hatte da eine gute Saison gespielt und habe mir dann jetzt auch gedacht, dass das einfach ein gutes Zeichen ist und ich mit der 15, glaube ich, viel Erfolg hast. Genau. Als Innenverteidiger, das ist ja deine Hauptposition, nebenher noch links- und rechter Verteidiger, hast du ja in 57 Spielen, das ist ja für einen Verteidiger 4 Torschüsse, das ist ja viel. Waren das alles Kopfbälle oder war da auch, kannst du dich zu wissen entsinnen? Das war ja die meisten für Schalke wahrscheinlich. Ja, ich glaube, die meisten waren Kopfbälle. Ich glaube, einer war mit dem Fuß, aber sonst waren es Kopfbälle. Also müsste so sein, ja. Was ist denn dein stärkerer Fuß beim Innenverteidiger? Es gibt ja diese Links- und Rechtsfüße. Bist du mehr links in der Viererkette als Innenverteidiger oder bist du mehr rechts? Ich bin mehr rechts. Also da fühle ich mich wohler. Also rechts ist dann dein starker Fuß, wie man so schön sagt. Genau. Und da ist deine Stärke auch das Spiel so zu öffnen, als so, um einfach mal so jetzt kennenzulernen und ein bisschen zu erzählen, wo deine Stärken sind, weil das interessiert ja jeden, wenn jemand neu kommt.
wie man das Spiel so gerne vor sich her treibt. Oder ich glaube, so kann man es im Fußballerischen einigermaßen ja nennen. Ob Diagonalwelle oder das ist ja das, was ein Innenverteidiger jetzt auszeichnet. Also hat man mir zumindest erzählt, dass das so ist. Ja, genau. Ne? Also man erwartet vom Innenverteidiger schon, dass man das Spiel eröffnet. Ist der erste Aufbauspieler nach dem Torwart. Ja, mit dem rechten Fuß fühle ich mich da schon einen Ticken wohler, das Spiel zu eröffnen. Ja. Wir haben ja Fragen der Community. Frage, ich glaube, die kann man fast schon selbst beantworten. Freust du dich auf die neue Saison? Ja, das ist ja ganz klar. Also ich glaube, da ist auch jeder heiß in der Mannschaft und freut sich riesig, wenn die Saison losgeht. Wie war die Stimmung bisher, auch im Trainingslager? Ich durfte ja einen Tag da zumindest nachmittags sein, bevor wir den zweiten Alemannia-Talk. Ich hatte das Gefühl, habe ich schon damals gesagt, dass es richtig zur Sache ging, aber dass die Stimmung auch untereinander schon, obwohl man sich ja gar nicht so kennt oder fast die meisten nicht kennen, andere sagen, haben schon mal mit anderen zusammengespielt, in anderen Vereinen. Ich glaube, du hast mit keinem noch zusammengespielt, oder? Doch, ich habe mit dem Aaron Herzog schon zusammengespielt. Okay. Und Vincent Schaub. Aber ja, also ich finde die Stimmung gut, es ist sehr lebendig. Jeder fühlt sich relativ wohl, die Stimmung ist auch, also die Mannschaft ist auch relativ laut, man redet viel, man kommuniziert viel, auf und neben dem Platz, man hat Spaß. Das ist schon sehr offen, meiner Meinung nach. Ihr habt ja zum Einstieg, ist das Uso, glaube ich, wenn man neu in eine Mannschaft ist, muss man ja was machen. Was hast du gemacht? Hast du was gesungen, gerappt oder hast du ein Gedicht gemacht, was ja auch schon vom Lukas durch die Gazetten geht, der ein super schönes Gedicht über Alemannia. Ja, also das Gedicht war... Das war, glaube ich, emotional unfassbar. Das war Wahnsinn, wirklich. Also Hut ab, das war wirklich sehr, sehr gut. Wir haben das gelost. Es gab da mehrere Genres, die man da auswählen konnte und ich habe Rap gelost. Okay. Musste da dann von der Mannschaft was vorrappen. Ja. War das im Trainingslager schon? Oder ja, das war im Trainingslager, ja. Und das ist dann eigentlich nur so ein Einstieg, oder das ist, hängt dir das dann nach? So, ist das Spaßfraktion? Das ist Spaß, genau. Also, ne, da wird ein bisschen gelacht, ne, man lacht auch ein bisschen über sich selber. Für manche ist es ein bisschen einfacher, vor ein paar Leuten was zu singen oder zu rappen. Für manche ein bisschen schwieriger, aber am Ende ist es halt so ein Ritual, was man macht, wenn man neu in die Mannschaft kommt. So eine witzige Sache. Was wünschst du dir denn als Auftaktgegner? Ich glaube nicht Schalke 04-2, weil das ist eine zweite Mannschaft. Wie Marcel gerade sagte, die würden nicht so ganz so viel mitbringen, obwohl es ja noch gar keine Bundesliga. Vielleicht kommen dann doch Schalke-Fans mit, weil Aachen ja auch immer eine Reise wert ist. Oder was ist da dann? Boah, schwierig zu sagen. So einen richtigen Wunschgegner hätte ich da, glaube ich, jetzt nicht. Ja? Wenn man... Ja, Wuppertal wäre schön, Oberhausen oder so, aber am Ende müssen wir eh gegen jeden spielen. Ich würde mir nur wünschen, dass wir einen Heimspiel haben. Das wäre mir ein bisschen wichtiger. Soweit ich weiß, hat die Alemannia leider mit Heimspielen zum ersten Spieltag wenig Glück. Letztes Jahr war das in Oberhausen, erster Spieltag. Und ja, wäre ja schön, weil du siehst den Tivoli hinter dir. Ja. Wenn der so voll würde, das wäre ein Traum. Letztes Mal gegen Rot-Weiß Essen, ich habe es eben auch bei Marcel schon gesprochen, da waren 30.313, haben wir den Rekord in der vierten Liga ja damals gebrochen. Von daher... ja klar, Wuppertal oder Oberhausen wäre schön, aber freust du dich auf einen Gegner besonders? Puh, wirklich schwer zu sagen, also es ist nicht einfach. Nur wenn du es verstehst, die Fragen stehen ja da. Ja, ich weiß. Auch die Fragen der Fans, damit die sich weiter beteiligen, hier logischerweise an dich stellen. Denn das ist ja auch der Sinn und Zweck hier, dieses Live-Talk, dass man auch Fragen der Fans beantwortet. Insofern... Also meine alten Clubs, Schalke, Bocholt, ist natürlich dann eine schöne Geschichte, aber Wuppertal wäre auch geil. Ne? Also das ist so, wenn ich jetzt so ein erstes Gefühl hätte, das wären so die drei Gegner, wo ich sage, ja, cool. Aber Jana ist auch gut, also wir nehmen jeden, der kommt. Auch eine Frage, mit wem hast du auch ein Zimmer geteilt im Westerwald? Mit Vincent Schaub. Oh. Das war den mein kanntest Zimmer. Du ja, wurde ja, Zufall oder gelost? Wir durften Prioritäten aussuchen. Ne? Oh. Und Vincent und ich, wir sind halt beste Freunde, kennen uns seit Jahren, seitdem wir klein sind. Also deswegen ist das dann ein bisschen... Habt ihr euch dann abgesprochen, dass ihr beide zu Alemannia geht? Weil das war ja relativ kurz hintereinander. Ja, das war tatsächlich relativ zufällig. Ne? Also wir haben uns natürlich auch abgedatet. Wir wussten, so Richtung Sommer kann eine Veränderung stattfinden. Und dann datet man sich ab und dann kam er zu mir und ich zu ihm und haben uns gegenseitig gesagt, ja, Aachen hat Interesse. Und dann haben wir gesagt,
Ja, ganz geil, mal wieder zusammen zu spielen. Ja, und jetzt hat es hier geklappt. Ja, genau. Ja, perfekt. Ja. Aber der Konkurrenzkampf, das ist die nächste Frage, ist schon relativ groß. Ist euch das so bewusst gewesen? Klar, sonst hättet ihr nicht unterschrieben, aber kommst du auch mit dem Druck klar? Weißt du, da, oder ist, wir haben ja 4 Innenverteidiger, die ja möglicherweise alle spielen wollen, die dann vom Helge Hohl eingesetzt werden. Oder wird alles dem Erfolg untergeordnet? Ja, also erstmal Konkurrenzkampf belebt das Geschäft. Ne? Man wird automatisch besser, wenn man weiß, dass man einen Konkurrenten hat und dass man jedes Training Vollgas geben muss und bei jedem Spiel Vollgas geben muss. Von daher ist das, glaube ich, gut. Das wird der Mannschaft auch gut tun. Am Ende ist es aber wichtig, dass die Mannschaft Erfolg hat. Ne? Und das wird auch die Kunst sein in der Saison, dass wir wissen, dass jeder seinen Platz hat und jeder ist für einen da, auch wenn einer mal weniger spielt. Dass man den auffängt, das wird die Kunst sein und dass wir ein Team bleiben, dass nichts zwischen uns kommen kann und wenn wir das schaffen, dann haben wir mit der Qualität ja und habt ihr viele Möglichkeiten. Die Fans hinter euch, und die Fans sowieso, die sofort merken, wenn irgendwas nicht rund läuft oder wenn da irgendwas nicht stimmt. Ein bisschen witzig noch von letzter Woche, da war ja Basti Müller hier, der wurde dann gefragt, du hast einen persönlichen Zweikampf mit ihm geführt. Da hat Basti gesagt, er hätte ihn knapp gewonnen. Jetzt fragt er, hat er die Wahrheit gesagt? Basti, schönen Grüße, das ist tatsächlich eine Lüge. Ne? Also, muss man so sagen, ich habe auch nicht gewonnen. Also wir hatten so 2 Kopfballteams gegeneinander und am Ende hat keiner von beiden Teams gewonnen. Ne? Also um das mal klarzustellen. Okay, dann müssen wir euch mal beide einladen, damit wir das hier mal geklärt kriegen. Damit das mal hier klargestellt ist. Aber ich glaube, genau an diesem Spaß merkt man ja, dass es nicht Bier ernst ist, um es so zu formulieren, sondern dass die Mannschaft sich gut versteht. Genau. Und das ist doch das Wichtigste, dass genau das rüberkommt. Und nächste Frage, was sind deine persönlichen Karriereziele? Ja, natürlich, ne? Also man will sich immer weiterentwickeln. Ne? Die Stärken noch stärker machen, die Schwächen stärken machen, ganz klar. Und ja, karrieretechnisch, ich gehe das immer so etappenweise an. Ne? Und ich konzentriere mich jetzt erstmal auf das Jahr. Ne? Und da versuche ich mich persönlich, also menschlich und auch qualitativ auf dem Platz weiterzuentwickeln. Und mit der Mannschaft, mit dem Verein, das Ziel zu erreichen. Ne? Und Nächste Frage, welche Fußballschuhe hast du? Es scheint dir unterschiedlich zu geben, wie ich jetzt. Klar, weiß ich, aber hast du eine bestimmte Marke? So verstehe ich zumindest die Frage. Ja, also ich habe ich hab fast jetzt jahrelang mit Nike trainiert und gespielt. Habe jetzt aber mal einen Puma-Schuh ausprobiert und ich muss sagen, der hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt bin ich so ein bisschen noch mal ausprobieren, welchen Schuh ich dann am Ende des Tages tragen werde. Platz gehen und wo immer sehr gläubig sind, bist du da auch jemand, der das so hat? Oder? Ja, ich habe auch schon also meine 2-3 Rituale. Die müssen immer, bevor du auf den Platz gehst, müssen die, sonst läuft es nicht sozusagen. Genau, ja. Also natürlich muss man das dann halt auch irgendwie schon so, ja, was heißt planen, aber wann mache ich was? Und das sollte dann schon vor dem Spiel gemacht sein, damit man halt mit einem freien Kopf auch ins Spiel gehen kann. Ne? Ich muss jetzt mal Mecken fragen, die hat mir gerade eine Info gegeben. Wir waren weg sozusagen. Sind wir wieder da? Mecken, wir sind wieder da. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das noch mitgekriegt habt, ob die Rituale jetzt von dir rübergekommen sind. Sag nur mal kurz vom Rituale, ja? Genau, Rituale gibt es, auch bei mir. Und die versuche ich dann durchzuführen vor dem Spiel. Mich interessiert, Schalke ist ja nun immer auch ein emotionaler Verein. Du bist da sämtliche U-Mannschaften durchlaufen, U17, U18, U19 und dann U23, richtig? Nee, ich bin zu U23 gekommen. Also Ich habe 2 Jahre U23 Schalke 04 gespielt. Hast du Nationalmannschaft aber gespielt dann? Oder, das war vorher. Das war vorher? Das war vorher, genau. U16 bis U18 Nationalmannschaft habe ich gespielt. Das heißt, die Alemannia hat einen Nationalspieler des Jugendbereiches sozusagen verpflichtet. Ja, theoretisch kann man das so sagen, ja. Ja, praktisch finde ich, das könnte man das auch so sagen. Ja, deine Ziele, hast du ja gesagt, so viel wie möglich erreichen. Zunächst mit der Alemannia. Genau. Und warum soll es nicht noch mehr sein? Ne? SV Elversberg ist ja auch durchmarschiert. Sozusagen in die zweite Liga. Man weiß ja nie, was im Fußball alles möglich ist. Nee, also es gibt ja, also man hat natürlich immer hohe Ziele. Man sollte sich auch die hochstecken. Ne? Und man muss aber auch ein bisschen realistisch bleiben, was auch jetzt in der kurzen Zeit passieren kann.
Ne? Und ja, die muss man dann Schritt für Schritt abarbeiten. Ne? Also so sehe ich das. Aber mit den Farben Schwarz-Gelb hast du kein Problem als ehemaliger Schalker? Nö, ich habe ja auch schon. Also ich habe in Blau gespielt, in Weiß, in Grün. Gelb-Schwarz hatte ich noch nicht in meiner Karriere, deswegen passt das auch ganz gut, würde ich sagen. Hast du mal gegen unseren nächsten Gast, Marc Brasnik, gespielt? Ja, tatsächlich. Haben wir auch mal im Training drüber gesprochen. Ein Spiel haben wir gegeneinander gemacht. Ja? Ja. Wo war das? Bocholt gegen Düren? Nee, Düsseldorf gegen Leverkusen. Düsseldorf gegen Leverkusen. Ja. Weil es hätte ja auch letztes Jahr Düren gegen Bocholt sein können, ne? Das habe ich vergessen. Das haben wir auch gegeneinander gespielt. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt gerade überlegt. Gut, wenn einer verletzt war, dann natürlich nicht. Aber rein theoretisch hättet ihr zweimal gegeneinander spielen können. Genau, nee, da haben wir auch gegeneinander gespielt. Ja. Also, ja. Das haben wir. Ihr seid ja auch im Training irgendwo so. Letztendlich spielt ihr gegeneinander. Die Tricks, die er so drauf hat, ist das immer noch was Neues? Ich frage ihn das gleich auch selber. Natürlich, wenn er reinkommt. Wir wechseln. Nee. Ja, die Tricks sind, die sind gut. Ja, der kann schon was am Ball. Ne? Ja, der kann schon was am Ball. Das ist schon, hat schon Hand und Fuß, was er da macht, muss ich schon sagen. Ja, schon sehr gut. Du hast noch einen zweiten, Timothy. Kommt der irgendwann, ist das jetzt ein Doppelname oder habe ich jetzt was verkehrt gemacht? Nur mal rein formell, weil überall steht ja Mika, Timothy, Heirat. Ja, also das ist mein Zweitname. Okay. Mika ist ein Mädchen- und Jungname. Okay. Und deswegen brauchte ich einen Zweitnamen. Okay. Und deswegen ist aber das wird immer nur der Mika. Na, ja, ich werde eigentlich nur Mika genannt. Also Timothy nennt mich fast keiner. Ich wollte es einfach nur mal aufklären, nicht, dass ich ein Paar begangen habe und deinen Damen nicht richtig oder eben zusammenhängend. Nee, alles gut. Letztendlich ausgesprochen habe. Ja, dann darf ich mich bedanken, darf dir viel Erfolg wünschen. Dankeschön. Wir werden uns mit Sicherheit nochmal in der Saison irgendwie über den Weg laufen. Auf jeden Fall. Das Format ist ja ganz gut angenommen worden und ich glaube, liebe Alemannen-Fans, wir haben hier mit einen fantastischen Innenverteidiger, der alles für die Alemannia gibt und von daher vielen, vielen Dank, viel Erfolg. Ich danke. Bleib vor allen Dingen gesund und viele Tore. Für die Alemannia und wenig Tore gegen die Alemannia. Genau, sehr gut. Vielen Dank fürs Kommen. Ich danke. Und dann wechseln wir zu unserem Tausendsasser Marc Brasnik, der ja schon in den Vorbereitungsspielen gegen Allendorf und gegen Teveren schon so erfolgreich war, dass wir uns freuen, einen Goalgetter aus Düren verpflichtet zu haben. Und ich hoffe, dass die Mikros jetzt schnell übergeben werden. Die liebe Megan hatte eben so seine Sorge, als das bisschen abgebrochen ist. Liebe Leute, ich hoffe, liebe Fans, ihr seid uns da nicht böse. Wir versuchen das bestmöglich für euch rüberzubekommen. Und ich kann euch jetzt auch nur wieder bitten, meldet eure Fragen an. Schreibt sie der lieben Megan, die vergrößert sie, weil ich bin schon etwas älter. Ich habe die Brille nicht dabei. Ich muss dann immer gucken. Und wir versuchen es ja transparent zu machen, wie es geht. Lieber Marc, komm rein. Hallo. 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 Hallo, hallo. Ja, Mika hat schon geschwärmt von dir eben bei der Übergabe. Er hätte jetzt schon ein paar Mal im Training gegen dich gespielt und du hättest ganz viele Tricks drauf. Du hast ja auch schon bei den Freundschaftsspielen gut losgelegt hier bei der Alemannia. Wie fühlst du dich hier? Es war ja nicht so weit von Düren nach Aachen jetzt erstmal. Ja, das stimmt. Es ist nicht so weit von Düren nach Aachen. Ich bin ja, ich glaube, wie viele wissen, Aachener Jung. Ich komme aus Basel, bin in Aachen geboren. Ja, also ich fühle mich... Pudelwohl hier. Man hat, glaube ich, hier im Verein alles, was man braucht. Man muss sich gefühlt nur die Fußballschuhe zumachen, da kann man nur Spaß haben jeden Tag und Gas geben. Und wir sind in der vierten Liga, wenn man das mal so eben hier erwähnt. Das Stadion ist zwar Bundesliga-tauglich, wie wir schon mal gehofft haben zu spielen. Ja. Du siehst auch die Zuschauer, ausverkauftes Haus. Ist das auch dein Traum, vor so vielen Zuschauern zu spielen? Ja, natürlich. Ich glaube, vor vielen Zuschauern ist für jeden Fußballer was Tolles. Die ganzen Emotionen, was da passiert. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres im Fußball, als vor vielen Fans zu spielen. Alemannia ist ja präsentiert dafür. Gerade jetzt, wo die Euphorie so groß rund um den Tivoli ist, spürst du das auch? Als du erstes Training, ich habe das eben Mika auch gefragt, war ja schon imposant, so viele Leute, Trainingsauftakt in Würseln und dann in Allendorf und in Teveren. Also das war ja mehr wie Düren im Schnitt hatte, 632, habe mal nachgeguckt, Schnitt von Düren war 632. Ja, und die haben auch nicht die so eine große Arena, aber das ist schon, glaube ich, was Aachen auszeichnet. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man hat die Euphorie schon vorher gemerkt, wo ich unterschrieben habe und wo die ganzen Jungs vorher schon unterschrieben haben, was für eine Euphorie hier herrscht. Ja, und beim ersten Training zwar schon... heftig, ja, 700 Fans da und bei den Testspielen, glaube ich, immer über 1500 Zuschauer. Das ist schon eine richtig coole Sache für uns Jungs und für den Verein. Ich glaube, wir nehmen die als Team die Euphorie mit und das merkt man, glaube ich, auch hier im Verein.
Wir haben ja Fragen der Community hier. Da fragt einer, was war der Grund deines Wechsels von Düren nach Aachen? Einfach nur die Heimatnähe oder passte das auch sonst? Warst du einer der ersten, die gewechselt sind? Ja, also ja, jeder weiß, ich habe immer eine Verbindung zu Alemannia gehabt. Ich habe hier früher in der Jugend gespielt. Ich stand früher noch meinem Papa im Juniorblock im alten Bulli. Ja, also Heimat, natürlich ist Alemannia und Aachen ist meine Heimat. Natürlich war das auch ein Grund. Wenn ich ehrlich bin, du hast ja am 21.10. Geburtstag, übrigens wie mein Papi, der möglicherweise 100 wird dieses Jahr, das sind 73 Jahre jünger. Ja. Aachener, wie du eben gerade selbst gesagt hast, bis 7 Jahre, wenn ich die Recherche von mir stimmt. Danach bist du nach Leverkusen gegangen, bist da ausgebildet worden. Genau, richtig? Ich bin mit 7 von meinen, also zumindest 2007, so ist ja, das, was das dann kommt, wieder ist. Wenn, man, hin, ja. wenn du 96 geboren bist, ja. wenn das auch stimmt, dann bist ja. du ja bis 11 Jahre hier am Tivoli gewesen und bist danach 8 Jahre. Nee, ich war vorher beim Jugendverein in Basweiler. Und bin okay, dann, das habe ich weggelassen. Das ich war jetzt auf einmal ja bezogen. Die Jahre weiß ich jetzt nicht genau. Ich war okay. auf jeden Fall 3 Jahre in der Jugend und dann bin ich rüber nach Leverkusen, ja, wurde da ausgebildet und ja. Über die Kölner Vereine, dann hat es sich mehr in den Osten der Republik, ja. Da warst du aber auch Erfurt, Berliner AK, glaube ich, dann war es noch BFC Preußen. BFC Dynamo, genau. BFC Dynamo, da warst du ja auch sehr erfolgreich, hast ja 43 Spielen 12 Tore geschossen, das ist eine super Quote, finde ich. Ich darf das ja persönlich so empfinden. Dann bist du 3 Jahre jetzt in Düren gewesen. Ja. Was war das damals auch schon, auch die Heimatnähe, dass du wieder zurückgegangen bist im Westen? Ja, das auf jeden Fall. Es war ja auch Corona und dann bin ich, ich war ja in Erfurt, da war ein Insolvenzverfahren. Wir haben, der Verein hat nicht mehr weitergespielt, bin dann nach Berlin zurück, zum Berliner AK. Ja, und dann kam Corona und dann wir haben eine Tochter zur Welt gebracht. Und dann habe ich gesagt, so, ich möchte wieder nach Hause, ich will jetzt erstmal Familie um mich haben, weil ich war ja die ganzen Jahre weg. Ja, und dann hat das mit Düren zustande gekommen und ja, wieder war jetzt 3 Jahre da. Wohnst du jetzt auch wieder in Aachen? Ich wohne in Basweiler wieder, wo ich also aufgewachsen bin. Okay. Wir sind wieder zurück. Wir hatten eine kurze Auszeit, was das WLAN angeht. Die Meggen ist schweißgebadet hier, weil das hier immer weggeht. Und wir hoffen, dass wir jetzt wieder live dabei bleiben. Die nächste Frage, die ich jetzt wieder lesen kann, hast du dir eine Torquote für die kommende Saison vorgenommen oder lässt du es einfach auf dich zukommen? Eine feste Torquote habe ich mir nicht vorgenommen. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich will vom Spiel zu Spiel denken und werde von Woche zu Woche mein Bestes geben, dass ich eine hohe Torquote habe am Ende. Hast du ein Vorbild? Ja, also mein Vater ist auch ein Vorbild, aber im fußballischen Bereich ist Thierry Henry immer mein Vorbild gewesen. Hier fragt einer, der ist einer, der auch schon aufgestiegen ist, würdest du dir bei Aufstieg ein Alemannia-Tattoo stechen lassen? Da könnte man drüber nachdenken, ja. Oh, das ist schon mal ein Angebot. Also deswegen viele Tore schießen und dann schaut man. Du bist beidfüßig, habe ich schon von verschiedenen gehört. Hm. Ist das von Jugend an dir in die Wege gelegt worden, dass du beidfüßig bist? Manche haben ja nur ein Bein zum Stehen und das andere zum Schießen. Du bist aber jemand, der sowohl links wie rechts hervorragend trifft. Konnte man ja schon beobachten. Ja, also ich glaube, ich habe früher immer im Garten mit beiden Füßen trainiert. Also ich bin ja Rechtsfuß eigentlich, aber der linke ist, glaube ich, auch ganz gut. Und ja, wie gesagt, ich habe es immer früher trainiert, auch in der Jugend immer weiter trainiert, nach dem Training. Und ja, Gott sei Dank habe ich es. Haben Sie schon die neuen Jungs irgendwie so ein bisschen zusammengefunden in der Mannschaft? Das ist auch eine Frage, die jetzt gerade hier aufploppt. Ja, ich meine, alle Jungs, die hier neu gekommen sind, glaube ich, die Alten haben uns sehr gut aufgenommen und wir haben sehr gute Stimmung, sehr coole Charaktere. Ich glaube, bei uns ist es gar nicht so schwer, nicht gut aufgenommen zu werden. Und ich glaube, die beiden haben sich auch schon... Also die Frage, wir haben das jetzt nicht ganz ergänzend gesagt, es ging jetzt auch nochmal als Zusatz um Kass Peters und Dustin Wilms, die ja ab gestern im Training sind. Ja. Kanntest du die beiden? Ja, ich habe gegen Dustin Wilms habe ich ja letzte Saison gegeneinander gespielt. Nur vom gegeneinander spielen sonst nicht. Kaspi, das kann ich jetzt auch nur hören, aber so jetzt nicht. Übt ihr denn jetzt schon im Trainingslager Standardsituationen? Weil das kränkelte ja bei der Alemannia im letzten Jahr. So viele Standardsituationen haben wir keine Tore geschossen. Im Gegenzug haben wir zum Beispiel, weiß ich noch, gegen Preußen Münster gleich 4
Tore nach Ecken kassiert. Mhm. Übt ihr das schon kräftig oder ist das jetzt noch ein Part, der noch im Laufe bis zum ersten Spieltag noch eintrainiert wird? Ist das? Ja, zwischendurch ist immer mal eine Standard-Trainingsform dabei, aber dass wir das jetzt spezifisch so nur Standards auf ein Training ist, das ist bis jetzt noch nicht. Aber es wird irgendwo abgestimmt dann, was das ist schon auf jeden Fall, im Training. Das ja, da, wie gesagt, da fehlt es uns letztes Jahr, wenig Standardtore gemacht und von daher, wenn man Kopfballstark bist du ja auch, ne? Denn du hast ja auch einige, also zumindest wenn da auch die Info stimmt, die ist auch einige Kopfballtore gemacht, ne? Bist der Sprungkraft so wie ja, man muss sich ein bisschen informieren, bevor man denn hier jemanden fragt. Ja, Kopfball ist jetzt nicht so meine Stärke, glaube ich, aber köpfen kann ich schon ein bisschen, aber mit dem Fuß bin ich schon stärker. Ja, Bescheidenheit ist auch alle in aller Ehre, also von daher ist das dann. Mit wem machst du denn auf dem Trainingslager auf einem Zimmer? Das wurde eben auch gefragt. Mit Aaron Herzog. Mit Aaron Herzog aus Halle, der ja aus Halle genau, kam. Genau, kanntest du ihn auch vorher schon? Ja, auch vom Gegeneinanderspielen und wir haben ein paar gemeinsame Mitspieler, mit der er auch zusammen gespielt hat, deshalb kannten wir uns ein bisschen. Mika hat eben erzählt, ich durfte ja auch erleben, was musstest du bei deinem Einstand jetzt machen? Er musste rappen, was war dein Part? Ja, ich habe Schlager gezogen. Okay, ja. Schlager. Ja, ich habe dann Anita gesungen. Anita, ja. Ja, besser als Mexiko. Ja, lass mal das. In welchem System kommt hier die Frage, fühlst du dich am wohlsten? Boah. Es gibt ja so viele Systeme. Mit zwei Stürmern, mit drei Stürmern oder? Ja, ein Stürmer, zwei Stürmer, drei Stürmer. Ich glaube, ich fühle mich mit allen Systemen wohl. Ja, kann man jetzt nicht genau so sagen, welches System ich mich am wohlsten fühle. Ja, man braucht ja, wenn man mehr Stürmer, mehr Platz manchmal oder weniger Platz, wenn es denn enger vorne wird. Also liebst du es, dass es eng ist oder liebst du mehr, wenn du ein bisschen mehr Platz hast und die Gegner dir, wie man so schön sagt, zurechtlegen kannst, die Verteidiger? Ja, das schon eher. Also du bist also lieber, wenn du ein bisschen mehr Platz hast. Also ich habe ein Tor gesehen, was du gegen Allendorf zum Beispiel geschossen hast, wo du dich dann um deinen Abwehrspieler sozusagen herumgewunden hast und dann mit links in die rechte Ecke geschossen hast, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, mit einem Stürmer. Da hat man so, ne? Ja, das war ein Stürmer, da habe ich mich auch wohlgefühlt. Welche Trikotnummer hast? Steht, glaube ich, schon fest. Ja, ich habe die Nummer 10. 10? Auch dich frage ich, hat das eine Bedeutung für dich, die 10? Ist eigentlich Spielgestalter, ne? Ja, also ich habe ja in Düren auch ein bisschen auf der 10 gespielt. Ich mag die Nummer einfach und hat jetzt keine besondere Bedeutung. Ja, weil Anton Heinz hat letztes Mal gesagt, nö, hat keine Bedeutung. Andere wie Imika hat gesagt, 15 ist immer schon die Nummer, wo ich in Bochum und so weiter gespielt habe. Es ist ja viel Aberglaube. Hast du auch Aberglauben, wenn du auf den Platz gehst? Nee, ich habe keine Aberglauben. Nee. Keine Marotten oder so, in Anführungszeichen Marotten? Nee. Keine Aberglaube. Welchen Auftaktgegner, möchte ich dich gerne fragen, hast du oder Wunschvorstellung hast du? Natürlich, es kuschiert das Gerücht herum mit Wuppertal ein bisschen. Wuppertal natürlich wäre für die Liga interessant, für die Fans wäre es ein super Auftaktspiel, für uns natürlich auch. Aber im Endeffekt, wie Mika eben schon gesagt hat, wir müssen gegen alle Gegner spielen. Von daher ist mir das eigentlich ziemlich egal, wer kommt, weil wir müssen überall hin und die müssen alle zu uns. Ist denn so, dass man am Anfang, wenn man noch nicht so eingespielt ist, lieber nicht gegen die so möglichen potenziellen Mitbewerber um den Aufstieg steht oder gerade richtig? Weil man denkt, man könnte auch. Nee, ich glaube, wir werden zum ersten Spieltag gut vorbereitet sein und dann ist, glaube ich, egal, wer kommt. Ist egal, wer kommt. Ja. Hier wird noch gefragt, lieber Stürmer oder Zehner? Ich glaube, ich bin ein gebürtiger Stürmer, ja. Was ist dein persönliches Ziel noch hier bei der Alemannia und dein eigenes Ziel? Ja, also bei der Alemannia, ich will natürlich, wie glaube ich alle, die Stadt, der Verein, wir wollen hoch. Es gibt nichts Schöneres, glaube ich, wenn die Alemannia wieder hoch ist, ist genug Mist passiert. Ja, das ist mein persönliches Ziel mit der Alemannia und ja, mein persönliches Ziel, ich will erstmal gesund bleiben. Und ja, und dann, wie gesagt, ich eben gesagt habe, von Spiel zu Spiel und das Maximum rausholen dieses Jahr. Ja. Wir haben jetzt schon wieder 55 Minuten beim dritten Live-Talk gequatscht, einfach so. Ich hoffe, dass ihr an euren Bildschirmen Spaß hattet, dass wir ein paar, Informationen von Mika und von Marc bekommen habt. Von Marcel habt ihr auch einiges gehört. Und ich denke, wir werden auch einen vierten Live-Talk, ich gucke nochmal zu Megan hin, nächste Woche Dienstag haben.
und bedanke mich bei dir, lieber Marc, dass du die Zeit gefunden hast, hier noch zum Live-Talk zu kommen. Freuen uns, ich glaube alle, wie wir da sind, auf eine tolle Saison mit einem tollen Ausgang, dass wir alle auf der Rathaustreppe möglicherweise Ende Mai stehen und nicht nur so, sondern dass wir da was zu feiern haben. Ich wünsche dir persönlich, ich glaube, das wünschen alle Fans, dir viel Erfolg, bleib gesund, schieß viele Tore für Alemannia und ich glaube, da machst du alle happy. Vielen, danke. Vielen Dank. Danke, danke. Danke fürs Kommen. Danke. So, und ich bedanke mich bei euch, bei Megan, für die Arbeit hinter der Kamera, für die Vergrößerung, damit ich dann auch das alles lesen konnte, eure Fragen, und freue mich, wenn ihr wieder nächste Woche Dienstag, wann auch immer, Becken wird das vorab ankündigen, wieder zum 4. Live-Talk der Alemannia einschalten könnt. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und man sieht sich bei den Testspielen der Alemannia. Und bitte nicht vergessen, die Dauerkarten, die können noch erworben werden. Tschüss!